Landwirtschaft und auch nicht für andere Landwirtschaftsverbände, denen ich angehöre. Es gibt nämlich immer sehr gute, zwei sehr gute. Das eine ist die VLAW in Bayern und das andere ist die Naturschutzinitiative in Rheinland-Pfalz. Aber ich rede auch nicht für die, sondern für mich. Ich will Ihnen ganz schnell etwas sagen. Ich muss einfach davon ausgehen und hoffe, dass Sie mir das glauben, weil ich den Minister, der mir dieses gesagt hat, vorher versprochen habe, seinen Namen nicht zu nennen. Und ich muss mich an solche Dinge halten. Aber bei den Köpfen meiner Kinder und Jahre 4, es ist die Wahrheit, dass wenn es ein Minister, der Sie alle kennen, den Sie alle kennen, mir Folgendes gesagt hat. Ich habe ihn gefragt, Herr Minister, alle Zahlen, die ich habe, und ich hatte sie über den Dr. Zinger, und der hatte sie wieder aus dem, und das kann jeder von Ihnen haben, aus dem dafür zuständigen Ministerium, habe ich gesagt, wenn diese Zahlen sind, auch im Übrigen, soweit ich die Vorträge von Herrn Professor Sinn kenne, auch solche, die er hat, also es waren ganz offizielle Zahlen, habe ich diesem Minister frech und mit jugendlichen Leistung gesagt, Herr Minister, ihr müsst entweder korrupt oder unintelligent sein, weil das kann nicht gehen. Und dann hat er, das ist der nette Mann, und der hat zu mir gesagt, na ja, mit korrupt kann man über Preis einigen, das war nett, war lustig. Aber unintelligent würde sich verbieten. Gut. Und dann habe ich gesagt, na, was ist jetzt? Und dann hat mir dieser Mann gesagt, und ich kann Ihnen das wörtlich sagen, Herr zu Gutenberg, wir müssten alle zurücktreten. Wir kennen alle diese Zahlen. Von schwarz bis ganz links, über die Höhe. Wir kennen diese Zahlen, aber wir haben dieses Kind losgetreten und meine Damen und Herren, ich zitiere wörtlich, wir warten alle auf den GAU, dass durch irgendwelche Zappelstromprobleme ein GAU in Deutschland ist, wo beim Militär oder bei der Wirtschaft der Strom, ein Stromstau oder der Strom wegbleibt und dann werden wir alle umdenken. So viel dazu, ich kann Ihnen nichts sagen.